Der 128. Verhandlungstag im NSU-Prozess begann wie alle anderen auch. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe stellt sich zu ihren Anwälten, den Rücken den Kameras zugewandt. Doch nach der Mittagspause der Paukenschlag. Sie habe das Vertrauen verloren zu ihren Anwälten, lässt sie dem Gericht mitteilen. Jetzt kann sie diesen Antrag näher begründen bis morgen Mittag. Danach werden die Verteidiger Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. Und dann muss das Gericht überlegen, ob ein Vertrauensverlust so schwerwiegender Art da ist, dass man sagen muss, nein, hier ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Zschäpes Rechtsanwälte Heer, Stahl und Sturm sind trotz ihrer martialisch klingenden Namen Pflichtverteidiger. Sie sind unverdächtig, mit der Neonazi-Szene zu sympathisieren. Dem Vernehmen nach sollen Zschäpe und ihre Anwälte grundlegende Meinungsverschiedenheiten haben über die Verteidigungsstrategie. Zschäpe will angeblich aussagen, ihre Anwälte lehnen das ab. Mit ihrem Antrag bringt Zschäpe das Gericht durchaus in Schwierigkeiten. Ein neuer Rechtsbeistand hätte nur wenig Zeit, sich einzuarbeiten. Möglicherweise ein späterer Revisionsgrund. Doch erst recht bei einer Ablehnung hätte Zschäpe später ein Argument, das Urteil anzufechten.